mal wieder Zeit, bei der Grid World Series die Motoren anzuwerfen. Die Pro Series ist Rennsport auf höchstem Niveau und nur 8 Teams haben am Ende die Gelegenheit, an unserem gewaltigen Finale, dem Gauntlet, teilzunehmen. Wie lange soll das dauern? Ist das Wasser für mich? Sorry. Danke. Nathan McCain Interview, Take 1. Wer war das denn? Kennt ihr das neue Hummer-Restaurant da unten? Du suchst aus, welcher stirbt. Die sind alle in dem Aquarium drin. Alles blau und krass und du so, ich will den töten. Ob ich ihn töte? Nein, ich bin doch kein Tier. Okay, leg mal los. Möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Die wissen, wer ich bin. Hi, ich bin Nathan McCain. 5-maliger Grid Series Weltmeister. Und bald 6-maliger. Ein neuer Rekord. Yo, yo, yo! Hey, hör mal. Hol dir den 2. Platz, wenn du kannst, aber bleib hinter Nate. Ist das klar? Ja? Gut, meinetwegen. Hey, mein Lieblingsneffe. Sag mal, was ist das für ein Filmteam? Keine Ahnung. An so eine Art Dokumentation über Grit. Okay. Tatsächlich geht's um Seneca. Wow. Als ob das irgendjemanden interessiert. Viel Glück. Na komm. Alles klar, 22. Wird ein großer Tag morgen. Start der neuen Saison und unser erstes Rennen in der Pro Series. Also lass uns doch ein bisschen trainieren, bevor es ernst wird. Strategie für morgen ist, uns erstmal einzugewöhnen. Mit Raven West legen wir uns noch nicht an. Wir werden nach und nach mehr Druck machen. Ich muss schon sagen, unsere Teamfarben passen wirklich gut zu dem Auto. Am besten Bodenhaftung beibehalten, dann driften. Aber du kennst das ja. Juma hat sich sehr positiv über dich geäußert und das will was heißen. Sie sagt sowas nur, wenn sie es ernst meint. Ich kenne das schon. Sie erwartet von allen, dass sie Leistung bringen. Du kannst das schaffen. Hier kann man gut den Windschatten ausnutzen. Nah auffahren, schneller werden, dann ist Slingshot vorbei. Passe auf, dass du auf der Strecke bleibst. Hier gibt es schnell Zeitstrafen, wenn du davon abkommst oder Kurven schneidest.